Alle ganz herzlich willkommen zu unserer Videoserie zum Thema dynamisches Warm-up vor den Grunddisziplinen. Wir zeigen euch hier eine Auswahl an Übungen, die ihr machen könnt, um euch optimal für euer Squat-, Bench- und Deadlift-Training vorzubereiten. Ein komplettes Warm-up besteht immer aus drei Teilen. Einem allgemeinen, einem dynamischen und einem spezifischen Teil. Wie schon erwähnt, tun wir uns hier ganz auf den zweiten Part, einen dynamischen Warm-up, konzentrieren. Das dynamische Warm-up hat immer zum Ziel, dass wir die Muskeln und Gelenke aktivieren und mobilisieren, die wir dann in unserer Hauptübung brauchen. Heute starten wir mit drei Aufwärmübungen für vor dem Squat. Unsere erste Übung ist eine Dorsalflexion mit Widerstandsband. Wir machen mit dieser Übung unsere Fußgelenke mobiler. Das hilft uns nachher beim Squat, dass wir die richtige Tiefe, die richtige Form erreichen können. Wir nehmen dazu das Band mit einer nur leichten Widerstandskraft. Ich binde das hier unten am Rack fest. Dann stehen wir rein mit einem Fuß und machen einen grossen Schritt gegen vorne. Hier kontrollieren wir als erstes, dass das Band wirklich unter dem Knöchel liegt und dass unsere Ferse immer am Boden bleibt. Von hier aus können wir Druck geben mit dem Knie gegen vorne, bis wir einen guten Zug spüren. Um das Ganze intensiver zu machen, können wir gut auch noch ein Gegengewicht drauf nehmen, wie eine Kettlebell hier. Halten das Ganze 30 bis 60 Sekunden und wechseln dann nachher die Seite wechseln. Unsere zweite Übung ist ein Spanish Squat. Wir können mit dieser Übung sehr gut unseren Vastus medialis, also Innerschenkelmuskel, isolieren und aktivieren. Er spielt eine ganz wichtige Rolle bei Kniestreckung und bei einer guten Kniestabilität. Wir nehmen wieder ein Widerstandsband und uns hier und schrecken so umlegen. Stehen dann mit beiden Beinen schön in die Schlaufe rein. Das Ganze auf Kniehöhe befestigen. Nehmen einen Widerstand wie eine Kettlebell in unsere Hände. Machen einen kleinen Schritt zurück. Wichtig ist, dass wir in der Startposition wirklich unsere Knie durchgestreckt haben. Und von hier aus gehen wir dann in die Hocke und stehen auf. Die Knie wieder ganz durchstrecken. In die Hocke gehen und aufstehen. Das Ganze 15 bis 20 Mal wiederholen. Unsere dritte und letzte Übung für heute ist ein Single Leg Hip Thrust. Wir aktivieren mit dieser Übung unsere Glutes aktivieren. Weil Kniebeugen, wie es der Name schon sagt, läuft die Übung hauptsächlich über das Kniegelenk ab. Allerdings, gerade wenn wir die schweren Gewichte bewegen und darum Lowbar beugen, sprich die Handeln tiefer im Rücken hinterher ablegen, kommt es zu einer Verschiebung. Die ganze Übung wird viel, viel hüftdominanter. Und Hüftstreckung läuft zu einem sehr grossen Teil über Gesäßmuskulatur ab. Darum diese Übung. Wir nehmen das Gegengewicht hier in unsere Nähe. Dann positionieren wir uns so auf einem Bänkchen, positionieren, dass unsere hinteren Schultern an der Kante vor der Bank anliegt. Wir bringen Knie, Hüft und Brustkorb in eine Linie. Wir nehmen Kettlebell auf eine Seite. Die andere Seite tun wir unser Bein abstrecken. Und die Bewegung ist dann, dass wir unsere Hüfte gegen den Boden führen und von hier aus strecken. Die Spannung 1-2 Sekunden halten, zum Boden und strecken. 15 bis 20 Mal wiederholen, dann Seitenwechsel.